Ja, moin moin und willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge hier aus Minecraft. Ja, wir sind hier oben stehen geblieben. In der letzten Folge habe ich noch das Let's-Show vorbereitet für die Kirche und jetzt stehe ich wieder hier. Wir wollen heute mal hinter den Berg schauen, hinter den Drachen. Dort geht es weiter. Da habe ich schon so einiges fertig bekommen, aber wir werden das Ganze von unten. Wir werden durch den Berg hindurchlaufen. Wir werden nicht drüber hinwegfliegen, denn dieser Tunnelweg, wovon ich letztens noch in den Anfangsfolgen gesprochen habe, ist auch langsam fertig geworden. Denn hier ist der Weg, der geht weiter durch diesen Wald, Tunnel, Berg, Wald, geht er weiter nach Richtung Feuerfurt. Feuerfurt gibt es leider auch noch nicht. Feuerfurt habe ich noch gar nicht angefangen zu bauen, aber dafür noch ein paar andere Sachen, die vorwegkommen, bevor Feuerfurt angefangen wird zu bauen. Ja, und wir gucken mal. Hier ist halt ein Trampelpfad, der geht direkt gerade durch. So. Das schauen wir mal. Hier alles gut beleuchtet. Noch ein paar Erze zwischendrin, sodass das Ganze noch ein bisschen realistischer erscheint. Ich wollte nicht alles aushöhlen mit Moosstein oder Holz oder sowas. Das muss ja nicht sein. Es soll schon etwas realistischer bleiben in der Landschaft. Ja, und hier sind wir angekommen. Hier ist, geht es weiter nach Feuerfurt. Hier geht es noch, Moment, wo ist das Schild? Genau, hier ist es. Hier geht es noch in die Ebene der Schwerelosigkeit. Da bin ich auch momentan dran, dort hinten ein Gebäude zu bauen. Was noch zu tun hat mit diesem Gebäude, also das hat so eine zusammengezwickte Quest, die zusammengehört, und da gehört dann noch ein anderes Gebäude dazu, wo man dann jemanden aufsuchen muss und so weiter und so fort. Mehr werde ich nicht spoilern. Ja, wir gucken erst einmal hier. Hier gibt es schöne neue Straßen, Laternen, Lampen, die ich gebaut habe. Hier für diesen Bereich. Die ziehen sich bis dort hinten hin. Das Haus werde ich jetzt erstmal nicht weiter darauf eingehen. Das hat das Ganze auch hiermit zu tun. Hier fängt eine Quest an. Da werde ich in der nächsten Folge zu weiter was zu sagen. Und werde ich jetzt weiter nicht drauf eingehen. Das wäre zu viel und würde den Rahmen sprengen, würde ich mal sagen, für die heutige Folge. Denn heute möchte ich erstmal grob hier hinüber zeigen, wie und was und wo, wie was noch kommt. Ja, da hinten haben wir die andere Zugbrücke, die rüber zu den Drachen führt, zu den Drachenberg. Hier haben wir einen zweiten Spawn and Checkpoint, ein Wegeschrein, der verräterische Wegeschrein. Weil, der heißt verräterisch, weil das auch etwas mit diesem Haus zu tun hat, was ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge mitkriegen werdet. Ja, das ist halt der Wegeschrein, der sieht genauso aus wie der in Nilfen. Und wir können uns jetzt, was jetzt neu ist, man kann sich auf jeden Fall wieder hier den Einstiegspunkt holen. Wenn man dann stirbt, wird man hier wiederbelebt, jederzeit. Ja, dann bin ich noch dran überlegen, ob ich vielleicht das Ganze so einstelle, dass man das Inventar nicht verliert. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, denn das wäre dann auch alles etwas zu leicht. Ich finde, man sollte schon das Inventar verlieren, wenn man stirbt. Gut, ja, hier haben wir dann den Teleport zum Nilfener Wegeschrein. Wenn ich hier draufklicke, zack, bin ich hier vor der Monsterfarm und vor den Nilfener Wegeschrein. Ja, das Ganze geht natürlich dann auch von dieser Seite aus. Hier können wir uns teleportieren zum verräterischen Wegeschrein. Zack, und schon bin ich wieder da. Ja. So viel dazu, ganz gut gemacht, finde ich, ist eine gute Idee. Das wird auch von Wegeschrein zu Wegeschrein, habe ich mir gedacht, hier ist noch genug Platz an diesen Steinen. Jeder neue Wegeschrein, der kommen wird, wird an diesen Steinen einen Port zu jedem anderen Wegeschrein geben. Also nicht, vielleicht nicht zu jedem Wegeschrein, aber zu jedem zweiten, der, sage ich mal so, in der, das heißt jetzt, wenn dieser hier steht und der nächste dort in Nilfen und der nächste irgendwo da hinten im Feuerfurt oder in der kalten Ebene, in der schwerelosen Ebene,
Und ich sage mal, der ist jetzt näher dran an Feuerfurt. Dann heißt das, dass ich mich von hier nach dort porten kann. Das ist schon eine ganz gute Sache. Und von hier dann wieder weiter nach Nilsen porten kann. Ja, und so weiter und so fort. Halt immer dieser nächststehende Wegeschrein dann so gesehen aktiv ist, dass man sich immer hin und her switchen kann und nicht die ganzen Wege laufen muss. Außer man möchte ein bisschen Abenteuer haben, Monster killen und die guten Erze, die hier überall verteilt sind, mitnehmen. Dann sollte man schon vielleicht drüber nachdenken, auch mal etwas zu Fuß zu gehen. Ja, dann haben wir hier geht es weiter. Dort hinten, hier noch einmal eine schöne Statue mitten in der Landschaft. Da werden wir jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, eine Let's Show von machen. Hier werde ich jetzt nur mal so die zeigen. Diese Statue. Ja, der hat einen schönen, dicken, fetten Kriegshammer in der Hand. Sieht sehr gut aus. Sollte da mal nachbauen. Sind tolle Figuren. Und habe mir gedacht, ja, hier ist so ein kleiner Felsvorsprung, so ein irgendwie etwas, ja, was hier so in der Luft ragt. Das sah sehr kahl aus. Und ich dachte, wow, da passt doch so ein Mannequin richtig perfekt drauf. Sieht sehr gut aus. Passt richtig gut ins Bild. Kann man mal machen. Ja, dann geht es hier weiter hinüber. Eine ewigkeitenlange Brücke, die wirklich knapp kein Ende nimmt. Die war schon wirklich ziemlich lang, als ich sie gebaut habe. Kam mir wirklich endlos vor. Ja, da kommt man dann hier drüben und dann will ich irgendwann, wenn ich anfange, Feuerfurt zu bauen, Feuerfurt, so, nicht Feuerfort, Feuerfurt, dann soll das Ganze hier so hinten sich schlängeln um diesen Berg herum und dass man auch hier diese ganzen tollen Sachen mitbekommt, wie zum Beispiel hier das hier Lava. Das hätte man ja von der anderen Seite gar nicht gesehen, dass hier die Lava runterfließt, dass das alles so ein bisschen mit ins Bild kommt und hier halt ein schöner Durchgang ist, sage ich mal, den ich noch etwas ausbauen muss, dass man von hier nach da mit so einem Durchgang hier nach vorne durchkommt und hier am Gebirge vielleicht Häuser entstehen und ja, einen Drachen wird es auf jeden Fall ja auch noch in Feuerfurt geben. Das Ganze wird nicht nur auf diesem Gebirge sich hier stattfinden, das Ganze wird sich dann schlängeln. Feuerfurt wird auf jeden Fall größer als Nilfen. Das Ganze wird sich schlängeln hier hinüber auf diesen Berge, auf alle Fälle. Der von dieser Seite jetzt nicht so besonders ist, sage ich mal, aber dann wiederum von der anderen Seite, von hier. Und das Ganze hier hinten, also dieser Berg, das hier, das untere und das hier hinten bis einmal drum hier rum, sagen wir ungefähr bis zu diesem roten Pilz hier, wo das Wasser rum, das wird dann alles noch zu Feuerfurt gehören, auf jeden Fall. Das denke ich mal, da wird auf jeden Fall einiges an Gebäuden kommen und einige Händler und Sachen. Ich weiß noch nicht, ob ich weiter mich nach hinten auch noch ausbreiten werde. Da werde ich mal gucken. Hier gab es noch irgendwo, genau, hier gab es auch noch mal was Schönes, eine schöne Höhle. Ich weiß gar nicht, nee, hier ist es jetzt nur, ja, nur Höhle, halt so ein kleiner Vorsprung. Auf jeden Fall, das Stück wird auf jeden Fall dazu gehören. Hier wird Feuerfurt entstehen und das wird eine verdammt große Hausnummer, würde ich sagen. Den Drachen weiß ich auch noch nicht, ist noch nicht geplant, wo er hinkommt. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, ich weiß noch nicht, ob ich den gleichen Drachen nochmal baue oder einen anderen Drachen. Entweder hier oder auf diesem Berg. Mal gucken, wo er besser passt. Ja, das wäre so viel erst einmal für diese Folge, würde ich sagen. Wir werden einmal wieder kurz zurück hier hinreisen zu den guten Wegeschreien. Denn meine nächste Folge, die dann kommt, wird auf jeden Fall hier weitergehen. Da werde ich euch dieses Haus hier präsentieren. Und das sage ich euch gleich im Voraus. Dies ist kein gewöhnliches Haus. Da steckt mehr drin, als man von außen sehen kann. Das ist wirklich die Sensation.
Ja, aber das sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Und ich sage damit erst einmal wieder Danke fürs Einschalten und macht's gut. Bis zur nächsten Folge.